Ey, was war der Gedanke von euch beiden eigentlich, diesen Podcast zusammen zu machen? Grüße von Atze. Da Atze wahrscheinlich nicht sein Vorname ist. Oder ist das der Atze? Ist das Atze Schröder? Ja, Der klar. Comedian? Ja, natürlich. Boah, echt? Boah, was Das ist waren die ja krass. Gedanken? Also Weil, das. haben wir das schon vor 2 Folgen erzählt. Die Ja, Kurzfassung ist Corona kam. Corona und Narzissmus. Ja. Ja? Nee, tatsächlich, weil wir ja dieses YouTube-Format vorher gemacht haben, das ist durch Zufall entstanden. Und dann, weil wir bei einem Musikvideodreh eigentlich einen Vlog drehen wollten. Ja. Und der war so blöd, dass es nicht mehr zu mir als Rapper gepasst hat. Das Ja. war einfach nicht ernst genug für meine Musik. Und dann gleichzeitig haben wir, wartet aber der Startschuss, dass wir gesagt haben, ja, dann laden wir das irgendwo anders hoch. Ja. Und dann haben wir einen hübschen Söhne-Account aufgemacht. Und dann hin und her, pipapo, kam Papa irgendwann Ping, der Tag, Papa. wo ich dich angerufen habe, gesagt habe, ey Norm, lass einen Podcast machen. Genau. Und dann habe ich erst gesagt, ah, weiß ich nicht. Also wir hatten eine YouTube-Pause gehabt und haben dann irgendwann aufgehört mit YouTube. Und dann habe ich gesagt, ah, weiß ich nicht, ob das so cool ist, wenn man uns dabei nicht sehen kann. Und weil wir ja immer so ein bisschen blödeln und lachen und das finde ich doch bestimmt schön. Aber dann hast du mich überzeugt und dann habe ich damals gesagt, pass auf, du machst alles, ich mache nichts und wir machen 10 Folgen. Ja, und wir wissen ja, was draus geworden ist, wa? Macht Norm alles und ich nicht. Genau, und wir haben 130 Folgen. Ja, vor allem, oh, wie Clemens sich jetzt fühlen muss. Norm macht alles und ich Ja, nichts. ist doch alt hier nur ein Spaß.